So, dann schauen wir mal. Okay, dann kommt jetzt als nächstes das D-Ende. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich wieder aus der Küche raus bin. So. Ja, dann müssen wir jetzt mal schauen, welcher der richtige Raum ist. Goldschlüssel benutzt. Oh nein. Bis gleich. Und nochmal. So, und jetzt. Goldschlüssel benutzt. Oh, wie viel Glück wir haben, dass das jetzt zweimal hintereinander unten war. So, jetzt schnell den Schlüssel geschnappt. Sieht erst kürzlich genutzt aus. Etwas von dem Drink ist noch da. Da ist ein silberner Schlüssel drunter. Silberschlüssel eingesteckt. Sehr schön. Oh, das Telefon klingelt wieder. Furchtbar. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich hoffe jetzt wirklich, dass wir nicht wieder die Statue holen müssen, sondern mal das andere sehen. Mal schauen. Ach so, und wie wir ja eben gesehen haben, ne, es gibt ja drei Stockwerke hier in diesem Haus. Bis jetzt kennen wir ja nur zwei, ne? Also mal abgesehen von dieser Geheimhöhle da. Aber das zählt ja nicht als Oberstock. So. Dann schleichen wir uns mal die Treppe hinauf. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt mal gucken, welches Teil wir brauchen. Ich bin auch ernsthaft am Überlegen, ob ich nicht bis dahin jetzt jedes Mal spielen sollte. Also ich möchte halt nicht, dass das zu langweilig wirkt hier, wenn man ständig dasselbe sieht. Das wäre ja schade. Silberschlüssel benutzt. Oh, eine Wandmalerei. Das Wandbild bedeckt die ganze Wand. Einiges ist von dem Holzregal verdeckt. Nee. Also einfach kein Glück, ne? Das heißt, wir brauchen wieder die Statue. Na gut. Schade, 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 schade. Ja, mal schauen, ob wir jetzt mit dem Raum ein bisschen Glück haben. Dass der direkt neben der Treppe ist, das wäre natürlich sehr schön. Westflügelschlüssel benutzt. So. So, jetzt noch einmal nach rechts und dann müssten wir eigentlich im richtigen Flur sein. Und dann hätten, wenn wir jetzt Glück haben, dann ist jetzt direkt die erste Tür, die Bibliothek. Weil das wäre eigentlich auch ziemlich weit von der Treppe weg, aber gut. Am idealsten ist es eigentlich immer, wenn der da unten ist, wo der beim ersten Mal war, direkt neben der Treppe. Das ist immer sehr schön, da kann man dann direkt hoch und die Statue holen. Nochmal schauen. Haben wir jetzt hier wieder das Badezimmer? Oh ja, das Badezimmer. Als hätte ich es geahnt.
Nun gut, dann auf ins Kinderzimmer. Ich fühle mich beobachtet. Da liegt ein Schlüssel. Zeremonienschlüssel eingesteckt. Sehr schön. Was war dieses Geräusch? Ah, komm schon. So. Das wäre die Puppe gewesen. Schade, dass man nicht so um die herumkommt. Also, dass man halt einfach schnell wieder rausgeht. Aber das wäre wohl zu einfach. Und merkwürdigerweise hat jetzt Jennifer gar keine Panik bekommen, obwohl sie von dieser Puppe angegriffen wurde. Ich weiß ja nicht. So, wenn wir jetzt Glück haben, dann ist es jetzt hier direkt die erste Tür. Und wenn wir Pech haben, dann müssen wir halt nochmal in den anderen Flügel. Und Daumen drücken. Ich hab schon. Und. Oh, es ist das Musikzimmer. Mist. Ja, aber dann jetzt hoffentlich. Und? Nee. Mist. Na gut, dann müssen wir rüber. Schade. Ah, da wird die direkt gelb, ne? Dann mal ein bisschen laufen. Menno. Das heißt jetzt allerdings, jetzt müsste man ja eigentlich den Raum finden, ne? Also wir haben ja jetzt noch zwei Möglichkeiten. Oh, warte mal, hier ist ja direkt die erste. Bleib stehen! Ah ja, guck mal hier, da können wir nicht rein. Das heißt, der Raum ist wieder da, wo er eben auch schon war. In der hintersten Ecke. Gut. Ist die Notiz wieder hier? Hm? Hier ist ein Zettel in einem Buch. Nutze das Dämonenabbild mit Obhut. Ein Baum im Walde, ein Mensch, menge das Abbild auf einer Statue. Ja, ich glaube, da ist bei der Übersetzung ein bisschen was schief gelaufen. Aber ist ja nicht schlimm.
Oh, jetzt müssen wir erstmal wieder ganz zurück. Und dann die Treppen hoch. Um die Statue zu holen. Mann. Und wie man vielleicht schon merkt, der jetzige Run, der unterscheidet sich bis jetzt eigentlich gar nicht von dem letzten, nicht? Aber das sind halt immer diese kleinen Feinheiten. So. Erstmal die Stufen hier hoch. Und dann müssen wir uns erstmal das Loch anschauen, damit wir auch wissen, dass es wirklich da ist. So. Ich kann bis ins Erdgeschoss sehen. Ja. Da legen wir besser was drüber. Aha, eine Figur ist in der Statue versteckt. Sie ist kalt. Ein Kreuz schaut unten hervor. Dämonenabbild eingesteckt. Gut, dann müssen wir jetzt wieder zurück in den Zeremonienraum. Die nächsten Enden, die verlaufen dann ein bisschen anders als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Das finde ich dann sehr gut, dass man da auch mal ein bisschen Abwechslung dann drin hat. So. Aber ich muss wohl sagen, so langsam kenne ich mich echt gut hier in dem Haus aus. Naja, also, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber die Stimmung von dem Spiel, ich finde das schon echt gut. Also, macht schon Spaß. Auch so dieses Bedrückende, dass halt auch nicht die ganze Zeit Musik läuft und, ja. Vor allem, wenn man dann schön hier so... Dieser Raum. Das sieht so aus wie der auf dem Wandbild. Ja, da hast du recht. Also ich meine, wenn man das hier so abends schön spielt, da kann schon Stimmung aufkommen, ja. Na? Das eingespritzte Kreuz passt genau. Was war dieses Geräusch? Oh nein. Das Loch geht sehr tief runter. Ich kann mit der Leiter hinabsteigen. Und da sind wir wieder in der Höhle. So, müssen wir wieder an dem Hund vorbei. Hm.
Ne. Ja. Der Hund mag diesen Geruch sehr. Es riecht nach dem Duft von Miss Mary. Lotte! 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 Du lebst? Jennifer! Die Schalter im Uhrenturm! Lotte! Lass mich nicht allein! Die arme Lotte. Nun gut. Und dann gehen wir mal das Baby besuchen. Boah, direkt von blau auf rot gesprungen. Das ist aber gemein. Och Mann. Es ist aber echt gemein jetzt. Wenn wir jetzt stehen bleiben, dann regeneriert sie nicht mehr, oder wie? Na doch, jetzt hockt sie sich wieder hin. Na gut, dann bis gleich, wenn sie regeneriert ist. Und da sind wir wieder. Jennifer ist ganz, ganz entspannt jetzt. Mir geht's wieder gut. Und ich werde mich hüten, jetzt den Laufbutton zu drücken, Mann. Obwohl, eigentlich könnte ich ja, ne? Ich meine, spricht ja nichts gegen. Das Baby haben wir ja so auch schon geschafft. Oh, ein Vorhang. Was könnte sich wohl dahinter befinden? Mal schauen. Oh nein. Ich brauche meinen Brei. Oh, oh. Steh auf. Steh auf. Lauf. Komm schon. Dauerdrücken hier. Jenny, los! Ein Finger! Mein Daumen fällt gleich ab! Ah, yes. Geschafft. Jennifer, du bist eine Mörderin. Du hast das Riesenbaby getötet. Ja, stopp, da müssen wir rein. Aber dass es ihr danach direkt wieder gut geht, ja, so dass sie direkt wieder blau ist, das finde ich auch seltsam. Oh, da hätte ich nicht rennen sollen, ja. Der Fahrstuhl des Schicksals. So. Wir wissen ja, was passiert ist, als wir auf die 3 gedrückt haben, richtig? Das heißt, wir drücken jetzt auf die 2. So. Und was passiert jetzt?
Oh, Spannung. Oh. Wer? Miss Mary? Schön, dich zu sehen, Jennifer. Du bist nun sicher. Also, du bist nun sicher. Mary! Warum? Wow. Was für ein gutes Ende. Das hat mir echt gut gefallen. Nun gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und was haben wir? Enten. Oh, wir haben eh nicht fertig. Hä, das hatten wir doch eben, oder nicht? Hm, komisch. Da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Oh, ich weiß ja, dass ich das eh hab. Dann würde ich mal sagen, machen wir mit C weiter, nicht? So, und diesmal müssen wir von vorne anfangen, weil, also, da muss ich wieder alles hier zeigen, weil das ist jetzt ein bisschen, läuft jetzt ein bisschen anders. Na? Jenny, tu mir das nicht an, Jenny, lauf doch. So, dann müssen wir nämlich diesmal hier rein. So. Ein Stapel Müll, Holz, Steine in die Tasche gepackt. Okay, gut. So, dann benutzen wir auch direkt mal den Stein. Und da sind wir im Garten. Sieht nach einem Hinterhof aus. Oder Hinterhof, ja. Könnte auch sein. Obwohl eher ein Innenhof, oder? Ein schöner Swimmingpool. Oh nein, da versucht jemand zu schwimmen. Das war N. Jennifer, Hilfe. N. Hilfe. N! N! Oh nein. Din, din, din. Hey, weg hier! Nein, wir können nicht weg! Oh, ich will in die andere Richtung. Also wir müssen in die andere Richtung. Komm, drücken, drücken, drücken! Und... warum hat das... Oh. Da haben wir den Scherenmann gelegt. Aber der ist jetzt hinter uns her, ist klar, ne? Der ist jetzt sauer. Wir müssen hier wieder durch. So. Wir sollten vielleicht nochmal gehen. Und wir sind jetzt schon gelb. Wir brauchen jetzt erstmal wieder den Westflügelschlüssel. Also müssen wir jetzt erstmal wieder da in dieses Schlafzimmer und gucken, ob der denn der Box ist. Hier. Die Lichter sind aus. Wo ist der Schalter? Ah, das soll uns erstmal nicht stören. Und bitte lass den Schlüssel da drin sein. Leer. Okay, dann müssen wir ans Vogelnest. Gut, dann packen wir uns jetzt schnell noch das Parfüm ein. Und dann machen wir uns auf den Weg in diesen Lagerraum wieder, ne? Erstmal. So, komm Jennifer, du schaffst es.
Hast ja fein gemacht, Jenny. Guck mal hier. Da. Da ist Parfum. Nimm dir Parfum. Eine kleine Flasche Parfüm. Hm. Es riecht nach Miss Marys. Parfüm eingesteckt. Schön, schön. Was auch auffällt, sonst war hier mal das Licht an, ne? Das ist jetzt aus. Also scheint das auch random zu sein, wo Licht an und aus ist, oder wie? Aber in dem Schlafzimmer jetzt nebenan, da hatten wir ständig das Licht aus. Also da hatten wir ja nicht einmal, dass es an war. Außer wo wir es halt selber angemacht haben. Ich wollte gerade sagen, dass ich da irgendwas gehört habe. Oh, guck mal, kein Wasser plätschern. Sonst war das ja immer, wenn wir hier an der Tür vorbeigegangen sind, dass wir Wasser plätschern gehört haben. Ah, guck. Und kein Auftritt aus dem Dachfenster. Aber ich meine, ist ja eigentlich klar, weil wir sind dem ja gerade eben über den Weg gelaufen. Also der ist entweder im Bad, entweder kommt er hier über das Oberlicht oder eben hinten da bei dem Swimmingpool. Und ich glaube, sonst hatte der nur noch ein oder zwei andere Auftritte. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also wo der dann das erste Mal spawnt, meine ich. Oder auftritt. Er spawnt ja nicht wirklich. So. Auf in die Abstellkammer. Nein, Jenny, andere Richtung. Ich lauf mal. Ist vielleicht nicht die beste Idee, aber... So, jetzt muss sie ja erstmal lernen, dass sie da nicht rüber kann. Verdammt, ich komme nicht rüber. So, hier gibt's ein paar Sachen. Was ist das hier für Kleidung? Schwarzen Umhang mitgenommen. Gut. Dann schnappen wir uns noch schnell das Pestizid. Dann müssen wir draußen an das Vogelnest für den Schlüssel. Und dann können wir einen Abflug in die Küche machen, um uns den Schlüssel zu holen. Ein Kanister Insektizid. Gut. So, dann einmal das Vogelnest. Sieht aus wie ein Vogelnest. Hm. Obwohl das schon sehr seltsam ist, dass hier ein Vogelnest ist. Also, wo ist der Vogel und wie ist der Vogel hier reingekommen? Also, weiß ja nicht. Ach komm, ich bin nicht gelaufen und du kriegst Panik, nur weil du eine Kiste verschoben hast? Jenny. Was ist das? Das Nest ist voller Eier und Müll. Das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist im Nest versteckt. Westflügelschlüssel eingesteckt. Sehr gut. Dann auf zur Küche. Und dann wieder Daumen drücken, ne? Also gleich nach der Küche wegen Miss Mary. Aber, ja, also diesmal, also sie muss halt da sein, ne? Das ist, also diesmal ist es ein bisschen andersrum als vorher. So.